Hast du schon gedrückt? Ja. Sicher? Na gut. Hallo und herzlich willkommen im Wald. In diesem Video geht es diesmal mit Kamerafrau, weil mir fehlt das Stativ, also habe ich Frau gebraucht. Das ist ja immer so, wenn man irgendwas Praktisches nicht hat, was man sonst gebrauchen könnte, muss man sich eine Frau besorgen, die das dann... Ich glaube, jetzt werde ich gleich getötet. Ich wollte eigentlich was zum Fichtenborkenkäfer erzählen. Und zwar heißt er auf Lateinisch Ypstypographus. Richtig? Nickt. Ja, das weiß sie besser als ich. Sie kennt sich mit Käfern eh besser aus. Wir mussten mal im Studium eine Käfersammlung anlegen, um dann halt quasi Käferbestimmen zu üben. Da, sagen wir mal, ich habe ein bisschen mir helfen lassen dabei. Sie hat es selber gemacht, daher weiß sie das besser als ich. Ja, ich nenne euch mal ein Beispiel für so eine Borkenkäferdiskussion. Beim Nationalpark Schwarzwald, als der gegründet werden sollte, den gibt es ja inzwischen, war eine der großen Sorgen der Bevölkerung, wenn man jetzt hier einen Nationalpark hinmacht, also eine Fläche, auf der man forstwirtschaftlich nichts tut und Natur Natur sein lässt, kann das dann nicht zum Borkenkäferbrutherd werden? Also eine Fläche, auf der sich der Borkenkäfer völlig ungestört ausbreiten kann in all den Fichten, die es da gibt, und dann eine Massenvermehrung schafft, die einfach nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist und dann dementsprechend der Borkenkäfer auch in die umliegenden Wirtschaftswälder ausschwärmt. Man muss dazu sagen, die Hochlagen des Schwarzwalds sind ganz, ganz überwiegend alles Fichte. Und in Fichte kann der halt wunderbar leben und kann sich dann quasi von Fichte zu Fichte weiter vorarbeiten, bis, das ist das Horrorszenario, das es da teilweise gab, der ganze Schwarzwald kahl gefressen ist. Objektiv gesehen ist diese Befürchtung eigentlich wirklich nicht von der Hand zu weisen. Wir haben schon riesige Borkenkäferschäden im Bayerischen Wald gehabt, also im Nationalpark Bayerischer Wald, weil man da sich auch entschieden hat. Man hat zwar gemerkt, okay, der Borkenkäfer vermehrt sich dieses Jahr extrem, aber man hat sich dann entschieden, okay, man unternimmt nichts, weil man halt eben in einem Nationalpark ja nicht eingreifen will und die Natur das machen lassen möchte, was sie von Natur aus tut. Flugzeug. Also jedenfalls im Bayerischen Wald sind halt eben große Kahlflächen durch Borkenkäfer entstanden. Das hat man eben bewusst zugelassen und das gab einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung. Kann man nicht sagen unberechtigterweise, weil wenn es die Bevölkerung stört, viele Leute stört, dann ist es sicherlich auch irgendwo berechtigt. Für den Experten war es nicht so schlimm. Muss man allerdings auch wieder zwei Fraktionen bilden. Es gab Forstwissenschaftler, die der Meinung waren, das ist überhaupt nicht dramatisch, da wächst sofort ein neuer Wald, sobald die alten Bäume einigermaßen verrottet sind, werdet ihr sehen können, wie der junge Wald hinterherkommt. Es gab aber eben auch Förster und Forstwissenschaftler und Biologen, die der Meinung waren, das wäre jetzt hier Ödland geworden, dadurch, dass der Wald da so radikal gefressen ist und das wirklich viele Jahre dauern würde, bis da eben neuer Wald aufkommt. Die Diskussion war eben ein großer Streit. Und im Endeffekt kann man jetzt definitiv sehen, aus biologischer oder forstwissenschaftlicher Sicht, dass da ein wunderbarer neuer Wald wächst mit tollen Verjüngungszahlen, mit teilweise über 40.000 Fichten pro Hektar Jungen, die da rumstehen. Also sowas könnte man niemals pflanzen. Also was da wieder heranwächst, ist definitiv ein toller, vitaler Wald. Von daher ist es immer so eine Sache, von einem Schaden zu sprechen, aber ich schweife jetzt nochmal wirklich sehr vom Thema ab, wenn ich das jetzt auch noch weiter ausbaue. Natürlich, das ist immer noch ein Wald und in einem Nationalpark findet hier keine wirtschaftliche Nutzung statt. Also der enorme wirtschaftliche Schaden, der da entstanden wäre, wenn es sich um einen Wirtschaftswald handeln würde, wäre natürlich ein Problem. Aber im Nationalpark ist es tatsächlich egal und wir können aus dieser Fläche wunderbar lernen, wie das abläuft, wenn ein Wald durch eine natürliche Ursache, also der Borkenkäfer ist eine natürliche Ursache, ob dieses Massensterben ganz natürliche Ursachen hat, ist eine andere Frage. Aber was passiert, wenn ein Wald durch so eine natürliche Ursache radikal gefressen wird, in Anführungszeichen, ist ganz interessant. Und eben, das waren jetzt so zwei Beispiele für diese große Borkenkäfer-Diskussion. Wie gefährlich ist er denn nun wirklich? Der Naturschutz sagt, ja, der gehört halt irgendwie dazu, zumindest in Naturschutzgebieten, und der Wirtschaftswald sagt, nee, lassen wir den lieber ganz raus, der sollte auch in Naturschutzgebieten, in Nationalparken oder Ähnlichem bekämpft werden, weil er dann halt eben auch möglicherweise sich da so sehr vermehrt, dass er auf den Wirtschaftswald sich ausweitet und an den halben Wirtschaftswald kahl frisst. Und das will natürlich der Waldbesitzer eines Wirtschaftswaldes selbstverständlich nicht. Das kann man ja auch nachvollziehen. Jo, das ist jetzt so das übertrieben lange Vorgeplänkel gewesen. Ja, aber jetzt mal erstmal zum Käfer an sich.
der hat eine relativ erstaunlich effektive Strategie, um so ein großes Lebewesen wie eine große Fichte kaputt zu bekommen, wenn man bedenkt, dass der Käfer an sich so irgendwas zwischen, ich glaube, 4 und 6 mm lang ist, ganz grob. Da gibt es natürlich genauere Zahlen, aber nur damit ihr euch das mal ungefähr vorstellen könnt. Der Durchschnittskäfer ist meistens kleiner als ein Rechenkästle in halt einem beliebigen Schulheft, das Rechenkästle hat. Ich finde immer, Rechenkästle ist ein guter Vergleich, wenn man von einem halben Zentimeter spricht. Das kann sich immer jeder ganz gut vorstellen. Also die sind wirklich klein, die Dinger. Die sind auch nicht sonderlich dick. Die sehen aus wie so ein kleines schwarzes Stöckchen oder Köttel, fast schon, von diversen Tieren. Und ja, die machen Folgendes. Die Männchen einer Generation schwirren als erstes aus, üblicherweise. Das so, läuft so ab, dass die sich quasi nach außen bohren, aus dem Baum raus. Wie sie da reingekommen sind und so weiter, kommt ja jetzt gleich. Und dann kommen sie außen am Baum an, stellen fest, okay, ich bin draußen, ich fliege mal los. Und dann fliegt dieser Käfer, das Männchen, in beliebige Richtung irgendwo durch den Wald. Mehr oder weniger geradeaus. Der kann nicht wirklich sehen, wo er hinfliegt. Der kann zwar steuern, also die Richtung kann er schon irgendwie definieren, aber der fliegt einfach mal grob durch die Gegend. Weicht vielleicht dem einen oder anderen Baum aus. Er wird aber im Laufe seiner Tour auch an den einen oder anderen Baum dagegen knallen. So wurde es mir jedenfalls mal erklärt. Und dann macht er quasi den Oberflächencheck. Fühlt sich an wie Fichte, ich bohre mal rein. Bohrt rein und wenn er Pech hat, war es halt eben keine Fichte, sondern irgendein anderer Nadelbaum, auf den er nicht spezialisiert ist und wird dann da wahrscheinlich durch das Harz, das Nadelbäume ja alle haben, irgendwie verklebt und geht dann ein. Das ist so das übliche Leben eines Borkenkäfermännchens, in den allermeisten Fällen läuft es so ab. Aber mal angenommen, der fliegt jetzt hier fröhlich durch den Wald, dreht also seine Tour und kommt in der Nähe einer Fichte vorbei, die geschädigt ist. Also in irgendeiner Form muss die Fichte irgendein Problem haben, dass sie unter Stress steht. Wenn nämlich Fichten unter Stress stehen, dann geben sie ein Pheromon ab, also ein Duftstoff im weitesten Sinne, den dieser Borkenkäfer tatsächlich wahrnehmen kann. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie die einzelnen Pheromone im Einzelnen heißen, das interessiert eh kein Mensch, aber diesen Duftstoff kann halt eben dieses Borkenkäfermännchen wohlgemerkt wahrnehmen und fliegt dann zielgerichtet zu dieser Fichte, von der es eben aufgrund dessen, dass die ein Stresshormon abgibt, geht halt das Borkenkäfermännchen davon aus, die Fichte ist schon geschädigt. Da habe ich die Chance, wenn ich mich reinbohre, dass sie gar nicht mehr so viel Harz hat, weil ihr die Ressourcen ausgehen, um Harz zu produzieren und mich infolgedessen nicht verklebt und ich da in Ruhe eine sogenannte, haltet eure Kinder fest, Rammelkammer anlegen kann. Das ist das Erste, was das Borkenkäfermännchen nämlich macht, nachdem es sich reingebohrt hat, also beziehungsweise es landet, macht den Oberflächencheck, fühlt sich an wie Fichte, bohrt sich rein und baut dann erstmal so eine kleine Kammer und checkt dann quasi so die Lage, okay, jetzt hocke ich hier, geht es dem Baum jetzt gut oder nicht? Wenn es dem Baum gut geht, dann wird der Baum relativ schnell die besagte Kammer zuharzen und das Borkenkäfermännchen ist zugeharzt und das war es dann wieder für das. Aber wenn das Borkenkäfermännchen feststellt, okay, viel Gegenwehr kommt hier nicht, dann hat das Vieh die Möglichkeit, mit dem Harz der Fichte quasi, also mit den fichteneigenen Inhaltsstoffen, ist nicht nur im Harz drin, ein neues Hormon zu bauen. Der kann also quasi das Ganze umwandeln, macht aus einem fichteneigenen Stoff ein positiv auf Borkenkäfer wirkendes Aggregationspheromon und sprüht das dann quasi hinterleibstechnisch nach außen, also aus seinem Bohrloch raus. Da reichen schon kleinste Mengen, dass dann andere vorbeifliegende Borkenkäfer, und zwar sowohl andere Männchen, also die quasi auf der Suche nach kranken Fichten sind, als auch Weibchen, die gar nicht speziell nach kranken Fichten suchen, sondern nach so Aggregationspheromonwolken von männlichen Borkenkäfern. Und wenn sie in die reinfliegen, dann fliegen sie nicht mehr, wie das der Borkenkäfer eben üblicherweise tut, einfach irgendwie ziellos durch den Wald, sondern wissen dann, oho, da gibt es schon ein Männchen, das in einer potenziell für uns geeigneten Fichte hockt, weil sonst würde es ja das Aggregationspheromon nicht abgeben, und fliegen dann dahin, um dann bei dem in der Rammelkammer vorbeizuschauen. Damit wisst ihr auch, warum die so heißt. Das Resultat ist dann, dass das Weibchen normalerweise so durchschnittlich, glaube ich, 40 Fraßgänge eben so zur Seite anlegt und in jeden dieser Fraßgänge packt es ein Ei, wobei die da noch nicht lang sind, diese Fraßgänge, sondern nur so ganz, 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 ganz kurz, wo die Anfangs
Ecke quasi ein Ei gelegt wird. Die daraus resultieren schlüpfende Larve, die macht dann den langen Fraßgang. Also dieses typische Fraßmuster entsteht erst durch die Larven, die halt von dem entsprechenden adulten Tier da hingelegt worden sind, als Ei dann selbstverständlich. Also eigentlich für ein Insekt sind nur 40 Nachkommen relativ wenig. Da gibt es also welche, die haben erheblich mehr. Jetzt ist es allerdings so, dass diese 40 Nachkommen bei, gehen wir mal davon aus, dass es gleich viel Männlein und Weiblein gibt, 20 Weiblein, die also von diesen 40 rausgekommen sind, die dann mit 50%iger Wahrscheinlichkeit wieder eine andere Fichte finden. Und dann haben wir quasi pro Weibchen, das eine kranke Fichte gefunden hat, 10 Nachkommen, die dasselbe auch schaffen, also bei dieser Rechnung. Muss ich gestehen, die Rechnung habe ich sogar ausnahmsweise mal von Wikipedia genommen. Finde ich aber eine gute Rechnung, also quasi die der Vermehrungsquotient pro erfolgreichen Borkenkäfer liegt bei 1 zu 10. Kann man schon mal sehen, dass die sich relativ schnell ziemlich viel ausbreiten. Stopp! Gott. Gut, zweites Problem, also beziehungsweise das Hauptproblem beim Borkenkäfer ist jetzt, ganz viele Insekten legen Eier und verrecken danach. Die haben damit quasi ihre Funktion erfüllt. Ihr Leben besteht meistens sowieso nur aus Larvendasein, Larvendasein, Larvendasein in verschiedenen Stadien. Dann sind sie kurz das erwachsene Tier, das eigentlich nur noch Reproduktionszwecke erfüllt. Das kann meistens noch ein bisschen was fressen, damit es nicht sofort tot umfällt, aber eigentlich, das reproduziert sich und dann ist es tot. Hat sich erledigt, die Aufgabe. Das Larvenstadium überwintert dann fürs nächste Jahr und bildet dann wieder die nächsten adulten Tiere, die wieder ein Larvenstadium hervorbringen, das wieder das nächste Jahr und immer so weiter. Das ist so, vielleicht nicht das häufigste, aber ein sehr typisches Lebensmuster für viele Insekten. Aber der Borkenkäfer macht das halt eben nicht unbedingt. Der hat den großen Vorteil, den ökologischen, dass er in der Lage ist, nach Eiablage das Ganze nochmal zu können. Also das Weibchen kann sich, nachdem es die Eier gelegt hat, wieder rausbohren, irgendwo anders hinfliegen und da den ganzen Quatsch nochmal abziehen. Das nennt man dann eine sogenannte Schwesterbrut, wenn also quasi ein Weibchen in der Lage ist, mehrmals Eier abzulegen. Hängt davon ab, wie lang und wie warm der Sommer ist. Das ist überhaupt der wesentliche Knackpunkt. Dazu komme ich aber auch gleich noch. Jedenfalls die jungen Borkenkäferinnen, die sich jetzt da eben ausgebohrt haben, diese 20 pro Weibchen, machen halt genau wieder das Gleiche wie der anderen Weibchen davor. Und das können sie halt eben so lange, bis es so kalt wird, dass fast alle Borkenkäfer dann wieder durch die Kälte sterben. Also im Winter gehen die allermeisten ein. Heutzutage oft auch schon im April geht das los mit der Borkenkäfervermehrung. Und dann ist es auch meistens möglich, dass mehrere Generationen an Borkenkäfern pro Jahr ausreifen können, weil es eben lang genug warm ist. Die brauchen so Temperaturen 15 Grad plus. Glaube ich, das wäre es gewesen. Wenn nicht, schreibe ich euch hier unten hin, was es alternativ gewesen ist. Und ab diesen 15 Grad können sie halt wunderbar wachsen, gedeihen. Und übrigens, die Generationszeit geht auch noch mal schneller, wenn es noch mal deutlich wärmer ist als 15 Grad. Also je wärmer, desto schneller entwickelt sich der Borkenkäfer. Die Eier reifen zum Teil sogar noch ein kleines bisschen schneller heran, glaube ich. Muss ich noch mal überprüfen. Wie dem auch sei, es kann dann eben sogar dazu kommen, dass das Jahr lang genug ist, dass noch eine dritte Generation Borkenkäfer entstehen kann. Und das ist halt eben neu, weil sich die Vegetationszeit eben so sehr verlängert hat. Der warme Teil des Jahres ist einfach breiter geworden. Wir haben mehr warme Tage, als wir das früher hatten. Sprich, der Borkenkäfer hat auch mehr Zeit, um sich fröhlich zu reproduzieren, bis halt ihn eben die Kälte im Winter wieder umbringt. Besonders schlimm ist es, wenn es nur sehr, 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 sehr milde Winter gibt. Dann gibt es halt viel mehr Borkenkäfer, die den Winter schon mal grundsätzlich überlebt haben und im nächsten Jahr wieder mit dem Borkenkäfer-Dasein anfangen können. Bevor ich es vergesse, es gibt übrigens in der ganzen Pheromon- und chemischen Steuerung der Borkenkäfer sogar noch ein "kommt hier nicht mehr her, der Baum ist schon voll" Hormon, weil die ziehen ja sonst immer ihre Artgenossen eben zu dem Baum an, bis sie genug Käfer sind, um den Baum dann quasi niederzumachen sozusagen, damit er sich dann gar nicht mehr wehren kann. Das ist halt für alle Käfer auch am besten. Je töster der Baum, desto besser für den Käfer, weil langfristig denken tut er nicht, der braucht im nächsten Jahr nicht noch immer einen lebendigen Baum da stehen, da hat er nichts von. Der will sich auch ausbreiten in Zeit und Raum, in Anführungszeichen. Und wenn der Baum schon voll ist und die Käfer merken, okay, jetzt sind hier schon so viele Käfer drin, dass es gar nicht mehr genug zu fressen für alle gibt, ist der Käfer auch in der Lage, eben ein Pheromon abzugeben.
und das wird gleich nochmal wichtig, das den anderen Käfern in der Umgebung sagt, hier nicht hinfliegen, der fliegt also durch so eine Pheromonwolke, der Baum ist voll, komm da nicht näher und fliegt dann quasi in die entgegengesetzte Richtung weiter. Das ist von daher interessant, weil man sowas auch zur Abwehr von Borkenkäfern benutzen könnte. In die Richtung geht jedenfalls jede Menge Forschung. Ja, aber jetzt nochmal zu diesem Problem mit der Massenausbreitung von den Viechern. Je wärmer, je trockener das Jahr, desto schwieriger haben es die Fichten, weil sie wenig Wasser bekommen. Wenn sie wenig Wasser bekommen, können sie wenig Harz bilden. Wenn sie wenig Harz bilden können, haben sie nichts, womit sie sich gegen Borkenkäfer wehren können. Gleichzeitig ist es schön warm und trocken, kann der Borkenkäfer sich schneller entwickeln, bringt mehr Generationen hervor bei gleichzeitig geschwächten Fichten. Und das sind natürlich ideale Bedingungen, damit sich das Viech weit ausbreiten kann. Und noch ein weiterer enorm wichtiger Faktor kommt hinzu, der dazu führt, dass es Massenausbreitung vom Borkenkäfer gibt. Nämlich, jeder zweite Baum im deutschen Wald ist eine Fichte. Soll heißen, Fichten zu finden ist per se für den Borkenkäfer schon mal super einfach. Besonders in Fichtenreinbeständen, denn da ist jeder Baum eine Fichte. Da muss er also quasi gar nicht erst den Check machen, ist dieser Baum überhaupt ein richtiger Baum oder er muss gar nicht erst nach richtigen Bäumen suchen. Sondern jeder Baum, den er findet, ist zumindest mal eine Fichte. Das ist prinzipiell schon mal richtig. Wenn er sich da reinbohrt, sind die Chancen, dass er einen Baum erwischt, in dem er leben kann, erheblich höher, als wenn er meinetwegen jetzt erstmal durch einen riesigen Buchenwald durchfliegen müsste, bis er die nächste eine Fichte in dem Buchenwald dann da findet. Also sprich, es werden einfach viel mehr Bäume aufgefunden, die Fichten sind, wenn es mehr Fichten gibt. Das ist ja absolut logisch. Und da der Fichtenanteil eben so hoch ist, was er natürlich nicht sein sollte, wieder ein Plus für den Borkenkäfer. Das nächste Problem ist dann, wo stehen die Fichten? Die stehen im Tiefland. Wo stehen die Fichten normalerweise? Weil man kann ja schon davon ausgehen, dass die Fichte irgendein System entwickelt hat, um sich gegen diesen Borkenkäfer zu wehren, der ihr doch so stark zusetzt. Das liegt nämlich einfach daran, dass die Fichte normalerweise gar nicht im Flachland steht, wo es so warm ist, dass der Borkenkäfer sich wunderbar vermehren kann und sie unter Umständen unter Trockenstress leidet, also kein Wasser hat, weil zu warm. Sondern die steht halt eben normalerweise im Gebirge. Kurzer Sommer, wenig Zeit für den Borkenkäfer. Wenn er es überhaupt schafft, bildet er bloß eine Generation aus. Und die Fichten haben da auch alles andere als Wassermangel und können sich super gegen das Viech wehren. Also im natürlichen Lebensraum der Fichte ist der Borkenkäfer kein nennenswertes Problem. Also klar, hier und da geht auch mal eine Fichte drauf. Es geht auch hier und da mal ein ganzes Grüppchen Fichten drauf. Das sind sogenannte Käferlöcher. Das ist so das typische Bild, das man sieht, wenn da irgendwo der Borkenkäfer gewesen ist. Der greift dann schnell die Bäume in der näheren Umgebung an. Wenn er sich in einem Massen vermehren konnte, haben die nebendran, selbst wenn die nebendran noch gesund sind, auch oft schlechte Karten. Und es entsteht so ein richtiges Loch, wo man sehen kann, dass die Bäume absterben. Muss man als Förster hingehen, die Bäume frühzeitig umsägen, bevor der Käfer ausfliegt. Also quasi den Baum selber töten, bevor der Käfer es tut, sich zu Ende entwickelt hat und dann alle Richtungen davon fliegen kann, um weitere Bäume zu infizieren. Das ist so das übliche Vorgehen zur Borkenkäferbekämpfung. Dann an dieser Stelle vielleicht jetzt mal die Brücke zurück zur Nationalparkdiskussion. Da haben wir ja das Problem, dass im Nationalpark eben sich der Käfer ungestört ausbreiten kann. Kein Förster sägt die Dinger um, bevor der Käfer ausfliegt. Ergo, jeder Käfer, der irgendwie geschafft hat, eine gute, kaputte, leidende Fichte zu finden, schafft es dann meistens auch eben, sich zu reproduzieren. Die Männchen verrecken übrigens nach der Paarung, aber das spielt gar keine Rolle. Wichtig sind ja eher dann in diesem Fall die Frauen, also anders als bei Homo sapiens. Ne? Da sind wir Männer ja sehr wohl wichtig. Oh Gott, diesen Blick solltet ihr sehen, den ich gerade zugeworfen bekomme. Jedenfalls, die Weiblein sind halt die wesentlichen Überträger des Borkenkäfers sozusagen. Und wenn er also jetzt diesen Baum eben nicht umsägt, geht's zur nächsten Fichte über, über dieses Riesengebiet des Nationalparks und so eine Massenvermehrung, wie wir sie im Bayerischen Wald gehabt haben, ist halt eben durchaus etwas, was wahrscheinlich auch im Nationalpark Schwarzwald passieren wird. Wieder ein Grund bzw. ein Argument, was die Gegner des Nationalparks Schwarzwalds oft angebracht haben, dass sie eben keine riesigen Flächen mit toten Bäumen haben wollen. Selbst wenn da in 50 Jahren oder was dann wieder neue Bäume stehen, wollen sie trotzdem zwischendurch nicht diese Baumgerippe in der Gegend stehen haben, weil sie das hässlich finden. Ästhetisches Empfinden ist meiner Meinung nach die Sache eines jeden Einzelnen. Mehr oder weniger, egal. Also jedenfalls, was jetzt dann der Nationalpark Schwarzwald quasi gesagt hat, um den Borkenkäfer, den Leuten, die den Nationalpark schlecht finden, wegen Borkenkäfer, den Wind aus den Segeln zu nehmen, in Anführungszeichen, war, wir legen einen breiten Schutzstreifen an, und zwar einen 500 Meter breiten Schutzstreifen
in dem quasi Tag und Nacht die Borkenkäferpatrouille patrouilliert, stimmt das? Ja. Und dementsprechend jeden Baum quasi anguckt, hat der kleine Mini-Löcherchen, wo sich der Borkenkäfer reingebohrt hat, der bohrt übrigens nicht, der frisst, aber man spricht halt von Bohrloch, und sobald man sieht, okay, da ist der Käfer drin, wird der entsprechende Baum gefällt. Also in diesem Schutzstreifen, da wird massiv eingegriffen, wenn man auch nur ansatzweise irgendwo die kleinsten Spuren von Käfer findet. Jetzt sagen wieder die Gegner, dieser Streifen ist viel zu schmal, weil der Borkenkäfer kann aus eigener Kraft bis zu 3 Kilometer weit fliegen. Dann sind ja 500 Meter viel zu wenig. Muss man aber dazu sagen, der Borkenkäfer fliegt aber nicht 3 Kilometer, wenn er eine Fichte nach 200 Metern gefunden hat. Also sprich, in einem 500 Meter breiten Streifen von Fichtenwald sieht der Borkenkäfer überhaupt keine Veranlassung, bis zu 3 Kilometer weit zu fliegen. Der sucht sich dann innerhalb dieses Streifens halt die nächste Fichte, die einigermaßen passt. Forstwissenschaftlich geht man also davon aus, dass ein 500 Meter breiter Streifen absolut sicher ist, dass da keiner durchkommt. Es gibt dann übrigens auch noch das Argument der Leute, die Angst vor dem Borkenkäfer haben, was ja wie gesagt per se erstmal nicht falsch ist. Die sagen dann, der Borkenkäfer kann auch sogenannte thermische Überflüge schaffen, dass er in irgendeine warme Luftschicht gerät, die ihn nach ganz weit oben hebt und er dann kilometerweit rausgetragen wird in irgendeinen Wald sonst wo. Der also wirklich weit weg ist vom Nationalpark, und wenn es sich jetzt wie beim Schwarzwald um ein Gebirge handelt, ist der Käfer ja ohnehin weit oben. Und wenn er dann auch weiter nach oben getragen wird, wäre es theoretisch denkbar, dass der 50 oder 100 Kilometer zurücklegen könnte. Aber, muss man jetzt dazu sagen, dass er dann zufällig in einem Fichtenwald landet, in dem er rein zufällig genau da eine kranke Fichte findet, ist unwahrscheinlich. Und was noch unwahrscheinlicher ist, dass ein Weibchen, beziehungsweise ein Weibchen, weil das Männchen ist ja immer der Pionier, der den ersten Baum besiedelt, das Weibchen kommt ja nur hinterher, dass also ein Weibchen zufällig genau den gleichen thermischen Überflug macht und genau an der gleichen Stelle im gleichen Baum landet, ja, das ist halt dann doch so unwahrscheinlich, dass man davon ausgehen darf, dass das wahrscheinlich nie passiert. Also so viel zu diesem Ding mit den thermischen Überflügen, das wird ja auch immer gerne viel diskutiert, auch in irgendwelchen Foren, und ist viel auch in Zeitungen zu lesen gewesen, wenn man eben diese Borkenkäfer-Diskussion verfolgt hat. Davon können wir ausgehen, dass das nicht so dramatisch ist. So, letzter Unterpunkt in Anführungszeichen, was tut man denn jetzt gegen den Borkenkäfer? Neben dem eben erwähnten Baum, der befallen ist, sofort umsägen, beziehungsweise kann ich noch ein bisschen weiter ausführen, Baum, der befallen ist, sofort umsägen und entrinden, weil wenn die Rinde runter ist vom Baum, kann sich der Borkenkäfer nicht mehr unter der Rinde verstecken, ist damit quasi möglichen Fraßfeinden, und sobald er wirklich exponiert ist, ist so ziemlich alles, was irgendwelche Insekten frisst, ein Fraßfeind des Borkenkäfers. Ist er da schutzlos ausgeliefert, und das passende Mikroklima, um Eier aufzuziehen, hat er dann auch nicht mehr. Also die Eier müssen geschützt unter der Rinde liegen, damit die sich ordentlich entwickeln können, sonst funktioniert das gar nicht. Also ist die Rinde einmal ab vom Baum, ist der Baum für den Borkenkäfer auch völlig uninteressant. Deshalb eben das gängige Ding, was man machen kann, da Entrinden im Wald unendlich anstrengend für den Waldarbeiter ist, weil es halt nur manuell mit so einem tollen Eisen geht. Ja, oder ganz umständlich auch mit technischen Methoden, aber da ist wirklich die Sache mit dem Eisen immer noch das Gängigste. Und das ist halt wahnsinnig teuer, da muss der Waldarbeiter lange arbeiten, ergo kostet er viel Geld. Ja, ist jedenfalls so einen gefällten Baum samt Rinde dann aus dem Wald entfernen, das macht man dann hin und wieder schon mal mit einem Hubschrauber, weil es sonst teilweise auch zu schwierig ist, den da rauszukriegen. Oder man will das Risiko nicht eingehen, dass unter der Rinde schon genug entwickelte Borkenkäfer schon leben, die dann aus der rumliegenden Rinde doch noch ausschlüpfen können und sich dann trotzdem ausbreiten können, obwohl man die Rinde vorher abgekratzt hat. Soll es auch schon gegeben haben. Teilweise wird die abgekratzte Rinde auch nicht einfach im Wald liegen gelassen, so nach dem Motto, oh, das trocknet schon aus, da kann der Käfer dann nichts mehr machen, sondern die tragen das Zeug dann sogar zusammen zu großen Häufen und verbrennen das nochmal extra, damit dann der Käfer auf diesem Wege quasi obs geht. Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann jetzt noch nicht sagen, das ist noch nicht ausreichend untersucht, das ist jetzt die eine wahre Methode, aber es läuft bisher eben am erfolgreichsten über die Baum ist befallen, Baum kommt weg Variante. Jetzt gibt es interessante Ansätze dadurch, dass eben dieser Käfer sehr Hormon-Pheromon-Duftwölkchen gesteuert ist, dass man eben dieses Anti-Aggregations-Pheromon benutzt, also dieses Zeug, was quasi, wo der Borkenkäfer in die Wolke reinfliegt und denkt sich, oh ne, hier sind schon alle, ich drehe wieder um.
hier finde ich eh nichts mehr zu fressen. Wenn man dieses Zeug quasi großflächig mit Pheromonsprühanlagen, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das technisch umsetzen kann, im Wald verteilt, um quasi so eine richtige Pheromonwolke über den Wald zu legen. Unser eins Mensch kriegt das nicht mit, irgendwelche anderen Viecher bekommen es vielleicht am Rande mit, aber das interessiert die nicht. Also das wäre relativ umwelttechnisch harmlos, falls jetzt jemand denkt, oh Gott, dann stinkt es im Wald überall nach Borkenkäfer, was auch immer, Zeug. Wie gesagt, das würde man gar nicht mitbekommen. Und wenn der Käfer da reinfliegt, in eben diesen möglicherweise gerade sehr gestressten Fichtenwald, geht man davon aus, dass so eine Pheromonwolke dann die Aggregationspheromone, die möglicherweise auch in der Luft fliegen, einfach überlagern würde. Also die künstliche Hau-ab-Wolke, die natürliche Komm-her-Wolke. Da wird auch noch viel dran geforscht. Bisher hat man das jetzt noch nicht auf einem Level, dass man es deutschlandweit in jedem Fichtenwald in Anführungszeichen einsetzen könnte. Die Herstellung dieser Pheromone ist erstaunlich einfach eigentlich. Könnte man denken, dass das doch teurer wäre, weil sich eben sämtliche Pheromone, auf denen der Borkenkäfer arbeitet, mit denen der Borkenkäfer arbeitet, aus Fichtenharz bzw. Ficheninhaltsstoffen relativ einfach, meistens durch Oxidationsprozesse, herstellen lassen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass das so funktioniert, aber ich denke, ich glaube, das war es so. War so, ja. Das ist also wirklich auf jeden Fall ein erfolgsversprechender Ansatz, ist auch sehr spannend, spannendes Forschungsfeld, da wird auch viel geforscht, weil das natürlich auch ein Bereich ist, wo es um viel Geld geht und wo es um viel Geld geht, ist auch viel Geld für die Forschung da, ist ja immer so. Ja. Also abschließend, das Borkenkäferproblem ist definitiv real, wo viele Fichten stehen, ist der Borkenkäfer ein Riesenproblem und durch die Verlängerung der Vegetationszeit, ich mag das böse Klimawandelwort ja schon gar nicht verwenden, kann der sich halt immer schneller ausbreiten, beziehungsweise hat mehr Zeit, um mehr Generationen hervorzubringen. Und dass mehr Generationen mehr Käfer bedeutet, das muss ich niemandem sagen, der in der Grundschule gewesen ist. Dass übrigens die Vegetationszeit länger geworden ist, ist definitiv ein Fakt. Da kann auch irgendein komischer Verschwörungstheoretiker, der nicht an den Klimawandel glaubt, auch nichts dran ändern. Falls also mal wieder so einer einen Kommentar hinterlassen möchte, bitte gerne, aber nein. Gut, jetzt habe ich auch genug gelabert und hier wird es außerdem demnächst nicht viel heller und meine arme Kamerafrau langweilt sich schon und in diesem Zusammenhang wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!